Explain Brain. Die Europäische Union von Peter Frey. Stell dir vor, du fährst nach Frankreich oder Italien in den Urlaub. Den Reisepass hast du wieder mal zu Hause vergessen. An der Grenze ist Schluss für dich, denn ohne Ausweis gibt's keine Einreise. Oder du willst im Urlaub eine Pizza essen oder eine Jeans kaufen. Einfach ins Geschäft rennen ist nicht drin. Zuerst musst du zu einer Wechselstube gehen und Geld tauschen, französische Franc oder italienische Lire und eine saftige Umtauschgebühr zahlen. Vor etwas mehr als 10 Jahren war das noch völlig normal. Heute gibt es in 17 europäischen Staaten eine gemeinsame Währung, den Euro. Und an den meisten Grenzen sind die Schlagbäume und Grenzhäuschen abgebaut. In der EU herrscht fast überall Reisefreiheit. So ist es in den sogenannten Schengener Abkommen geregelt. Das alles ist für uns heute selbstverständlich. Die Länder der Europäischen Union sind zusammengewachsen. Frankreich, Italien, Spanien sind nicht mehr weit weg. Das bietet viele Chancen. Wie wär's mit einem Job als Surflehrer in Portugal? Oder als Strandbarbesitzer auf Mallorca? Arbeiten im europäischen Ausland ist kein Problem mehr. Die Niederlassungsfreiheit erlaubt allen EU-Bürgern, überall in der EU zu leben und zu arbeiten. Aber natürlich geht es in Europa nicht nur um ganz praktische Dinge. Deutschland gegen Polen, England gegen Frankreich gibt's heute nämlich höchstens noch auf dem Fußballfeld. Es herrscht Frieden in Europa. Kein junger Europäer muss mehr gegen seine Nachbarn in den Krieg ziehen. Als Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, haben die Politiker beschlossen, wir tun uns zusammen und gründen eine Union. Dann kann so etwas nicht mehr passieren. Und nachdem 1989 die Mauer in Berlin gefallen war, kamen auch noch die osteuropäischen Länder dazu. Also, alles Friede, Freude, Eierkuchen in Europa? Leider nicht. Denn in Europa gibt's auch eine ganze Menge Stress. Zum Beispiel der Streit um die Frage, wer in Europa mitmachen darf und wer nicht. Wo hört Europa auf? Gehört die Türkei noch dazu? Oder die Ukraine? Und wie groß soll die EU überhaupt werden? Dazu haben die Europäer ganz unterschiedliche Meinungen. Auch die Länder in der EU verstehen sich oft nicht. Das liegt nicht nur daran, dass so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Die Situation ist ein bisschen so wie in einer Schulklasse. Es gibt Reiche und Arme, Starke und Schwache, Große und Kleine. Manche halten sich brav an die Regeln, andere tricksen ein bisschen. Müssen die reichen Länder den Armen helfen? Und wie sollen Länder, die sich nicht an die Regeln halten, bestraft werden? Darüber gibt es in der Europäischen Union immer wieder Streit. Viele Menschen in Deutschland fragen sich auch, ob es uns nicht besser ginge, wenn wir nicht mit den anderen Ländern zusammenhängen würden. Manche sehnen sich nach der D-Mark zurück, der alten deutschen Währung. Doch darf man nicht vergessen, dass der Euro und der einheitliche europäische Markt es der Industrie viel einfacher machen, ihre Produkte zu verkaufen, auch der deutschen. Die Firmen müssen nicht in 17 unterschiedlichen Währungen rechnen. Einzelne Staaten hätten es gegenüber Ländern wie China, den USA oder Indien viel schwerer. In den vergangenen 50 Jahren ist die Europäische Union zur weltgrößten Wirtschaftsmacht gewachsen, mit so viel Wohlstand und sozialer Sicherheit wie nirgendwo anders auf der Welt. Europa hat also viele Vorteile. Das heißt aber nicht, dass wir alles an Europa immer fantastisch finden müssen. Nur wenn wir genau wissen, was uns an der EU gefällt und was nicht, können wir Europa so gestalten, wie wir es wollen. Es reicht nicht, dass Politiker vorgeben, wie es weitergeht. Die Bürger und gerade junge Menschen müssen entscheiden, wie viel und was für ein Europa sie haben wollen.